Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal hier eine Weiche eingebaut, die hier sich befindet. Betonschwellen sind da dran. War ein bisschen falsch gelaufen, obwohl, weiß ich nicht, ob es falsch gelaufen ist, aber auf jeden Fall war das andere mit Holzschwellen wahrscheinlich. Aber wir müssen sowieso irgendwann upgraden und dann werden wir sehen, wie es läuft. Ja, ich denke, in der Folge werden wir jetzt gucken, dass wir da noch alte Fahrzeuge ersetzen und ja, das machen wir dann nach dem Logo, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gehen wir mal hier in die Fahrzeugstatistik und ins Alter und dann sind wir bei 47 Jahren. Da gibt es ein paar LKWs auf Linie 20. Wir haben 32 Millionen, das bedeutet, die müssten wir eigentlich alle austauschen können. Die transportieren gerade was? Getreide, okay, das heißt, wir brauchen Getreide-LKWs. Dann schauen wir doch mal nach Cargo und schauen wir nach Getreide hier und da sind drei Stück an der Zahl. Der ist mit knappen Millionen unterwegs. 100 km/h fährt er. Kapazität 32. Oh, der hat Kapazität 38. Und der hat 25. Dann ist dieser ja eigentlich der bessere. Der ist zwar ein bisschen teurer. Und der kann nicht alles transportieren. Der kann natürlich alles transportieren, aber die Kapazität ist um 6 erhöht. Kosten 6 Millionen. Ich denke mal, das machen wir. So, dann haben wir die auch wieder in die Liste. Und jetzt sind wir schon bei 41 Jahren. Oh, da fehlt nur ein LKW, Straßenfahrzeug, auf Linie 31. Was transportiert der? Brot, okay. Wo fährt er denn? Linie 31. Das ist schon Linie 31, ne, oder? Ja, genau so sieht's aus. Der fährt also hier das Brot holen und verteilt das hier in der Stadt. Und wie sieht die Abdeckung aus? Kann man das irgendwo sehen? Jetzt hat er keine mehr, ne? Ja, hier fährt der LKW lang, ne? Ist er das? Ich glaube, das ist er, ne? Ja. Schulstraße, Details. Ja, der fährt immer irgendwo ein bisschen Plus ein und manchmal auch Minus, weil er nichts vielleicht geladen hat. Weiß ich nicht. Wie viel liegt denn hier hinten im Hof hier fürs Brot? Also Getreide zum Backen haben sie wohl. Ach so, hier oben sieht man die Pakete. Gießenhorst Nord. 27 Brote sind da drin, wenn der jetzt 17 konnte, der, ne? Also es wird mehr, aber ist dann die Frage, ist es 28 geworden? Wie sieht es denn hier mit der Auslastung an? Lieferanten haben wir Leitzkau Bauernhof. Okay. Wo ist denn das andere dann? Ja, hier ist es. Gut, das kommt mit dem Schiff. Pelling Bauernhof, der ist noch ganz woanders. Rügamp oder Rügkamp, der ist da, der ist auf der anderen Seite von der Karte. Bofzen ist hier mittendrin. Hilft uns auch nicht so viel. Rügkamp Bauernhof haben wir noch einen. Dann haben wir Dören, das ist auch woanders, Hallerndorf und Gladbeck. Ja, das sind alles Höfe, wo wir jetzt nicht so direkt hinkommen, ne? Ja, das macht also keinen Sinn, jetzt hier noch eine Zulieferung von dem zu machen, ne? Jetzt ist die Frage. Also hier wird mit Schiff angeliefert. Wie war das Schiff? Ist es das da? Ja, das ist das. Das bringt dann 300 Getreide darüber. Okay, dann. Was haben wir jetzt hier? Passagiere 45 und das?
Ist nochmal Passagier. Ne, das ist Getreide, 130. Okay, da sind zwei Schiffe da drauf sogar. Wo ist denn das jetzt da hinten? Ist nur die Frage, wie viel hier liegt, ne? Oh. Was jetzt passiert? Ich habe den Fokus im Bildschirm verpasst. 212. Die produzieren ja schön, ne? Der bringt hier auch noch Getreide weg. Okay, die bringen das in das Städtchen, ne? Das war die Linie 20, okay. Produktion ist aber gut. Transport 100%, Versand 200 und Produktion 200. Es wäre noch schön zu wissen, ob das noch steigerbar ist, ne? Gießenhorst Lebensmittel 72 und versendet. Ja, eigentlich ist das voll ausgelastet hier. Da wollen wir auch nichts mehr machen, glaube ich. Sorry, jetzt nicht, der LKW fährt hier schon mit was beladen wieder. Ach nee, der holt das. Ach, wir sind ja hier an der Getreidefarm, okay. Ja, das heißt, hier wird nichts werden. Ist der gar nicht voll? Der ist gar nicht voll, okay. Das bedeutet, die Linie müssen wir mal hier umstellen. Let's go Süd, ja. Vollladen einer Fracht. So muss das laufen. So, jetzt wartet er, bis da alles kommt. Urban E-Truck. Okay, jetzt sind wir schon im E-Zeitalter angekommen. Okay. So, das wird jetzt natürlich dauern. Macht aber nur Sinn, weil, ne? Sonst fahren die ja halb voll durch die Gegend. Das kostet uns ja voll Geld. Und dann können wir gleich welche runternehmen wahrscheinlich, weil, so viel können wir gar nicht wegbringen. Weil der steht ja jetzt auch schon da und ist gleich leer. Ich glaube, wir haben zu viel auf der Linie dann. Machen wir gerade schneller. Da kommt nämlich schon der nächste. Und da kommt noch einer. Einer ist weggefahren und drei stehen schon hier. Und da kommt noch einer. Warte mal, den können wir gerade verfolgen. Beziehungsweise verfolgen brauchen wir den gar nicht. Wir können ja hier ein Städtchen gucken, da wird ja hier irgendwo noch einer sein, ne? Das, der war doch dann der sechste, oder? Aber den sehe ich hier jetzt gerade gar nicht. Das Örtchen ist schon ganz schön groß. Hier, da ist der LKW halt. Ich sehe jetzt keinen LKW, der hier gefahren ist. Der ist da. Na, irgendwann wird es von alleine zusammenwachsen, denke ich. Linie 17 ist das. Das ist gar nicht die Linie. Wo fährt er denn das hin? Coole Frage, ne? Ist der hier hochgefahren? Nee, ne?
Ne, das ist ein anderer LKW. Das war. Ach, hier ist er vielleicht, ne? Na klar ist er hier. Und was ist hier abzuholen? Brot oder was? Linie 20 bringt, denke ich. Einige Güter gehen verloren, weil die Station überlastet ist. Okay. Das heißt, hier sind zu wenig unterwegs, oder wie? Sehe natürlich doch, da kommt er jetzt, glaube ich. Okay, das heißt, wir müssen dann noch auf Linie 21 einen LKW draufsetzen, denke ich. Hier war doch ein Fahrzeugdepot, oder? Ich glaube, das ist der LKW, ne? Ja, der sieht so aus. Ach, da ist noch einer jetzt. Ja, der ist jetzt 20er Kapazität, ne? Der fährt aber 100. Der hat natürlich viel weniger Emissionen wahrscheinlich. 62, auch noch nicht mal so großer Unterschied, also. Kauf mal zwei. Und setzt die auf Linie. Was war das jetzt? 21? Shit. Straßenfahrzeug 48 ist. Ah, hier Übersicht. 21 passt. So, dann sind die auch noch da drauf und dann sind zwei. Aber hier war noch wer am Liefern. Linie 12 war das. Sind auch noch zwei Fahrzeuge drauf und bei dem stand das auch schon. Das heißt, wir werden auch für Linie 12 noch zwei Fahrzeuge kaufen. Kaufen und die gehen auf Linie 12. So, wunderbar. Dann sind da überall vier, dann sollte das besser sein. Gut, nächste Fahrzeuge. Altersbedingt haben wir jetzt hier noch diesen einen LKW. Achso, der fährt auch noch das Brot durch die Gegend. So, Linie 31 war das. Das war hier im Örtchen. Und das war hier. Okay. Fahrzeug verwalten. Das werden wir auf jeden Fall austauschen. Der hat 17 und der andere hat 32. Das steigert sich ja dann definitiv auch. Machen wir erstmal. Dann ist es ja schon fast verdoppelt. Gut. Dann schauen wir weiter. Dann sind wir beim Schiff. Das ist das Getreideschiff. Das wird dann etwas teurer wahrscheinlich, das auszutauschen. Ja. Groß. Geht groß, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, es geht groß, ne? Haben wir umgerüstet, oder? Und das war Getreide. Biogo-Schubboot. 326 Einheiten. Sieht so aus, als ob die 326 Einheiten jetzt das Nonplusultra sind. 30. Ja, Geschwindigkeiten spielen nicht so eine große Rolle da. 3 Millionen. Wir haben 38, das heißt austauschen. Okay. Der kann noch mehr wie Getreide, ne? Und legt aber auch schon an, glaube, ne? Dann passt das schon. Gut. So, das zweite Schiff ist ein etwas kleineres. Dann. Nee, das ist noch zu neu. Das machen wir noch nicht. Jetzt sind wir schon unter 40 gekommen und da haben wir jetzt als nächstes einen Zug. Fahrzeug verwalten. Der transportiert Öl. Was haben wir für schicke Loks?
160. Der hat natürlich richtig Leistung. Da braucht man nicht 6 dahinter hängen. Wenn er richtig Leistung hat, kann man da schon einen ordentlichen Gliederzug machen mit 25 Anhänger wahrscheinlich, ne? 27 Millionen kostet, da hätten wir noch 11 über. Pack das mal gerade rein und dann gucken wir noch nach Cargo. Öl. Da gibt es 2 Kesselwagen. Und der kostet dann 2000. So, wenn ich 5 nehme, habe ich schon mehr wie der Zug jetzt. Kostet 34. Wir haben aber gerade das Geld sogar. Ist 121 Meter lang mit diesem Kesselwagen. So, jetzt wäre es mit 7. Ich glaube, ich nehme den, auch wenn ich die Bahnhöfe verlängern muss. Jetzt haben wir das Geld dafür aber nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.